Ineras Reise oder ein Märchen vom Tanzen. Es war einmal ein Mädchen, das wurde mit einer besonderen Gabe geboren. In heutigen Zeiten würde man sagen, es verfügte über Superkräfte. Damals unterschied es sich von den anderen Kindern durch sein großes Herz und die sehr geschärften Sinne. Wo andere eine nasse Wiese sahen, da sah das Mädchen diamantgleiche Tauperlen. Während die Dorfbewohner über die grauen Regenwolken nörgelten, sog das Mädchen die zwischen den Wolken durchblitzenden Sonnenstrahlen in sich auf. Und wo Unkraut wucherte, da bemerkte es als einzige die wunderschönen bunten Blüten, die es trug. Dieses Kind fand überall im grauen Alltag Lebensfreude und reagierte darauf, indem es tanzte. Es tanzte bei Regen und bei Sonnenschein, bei Tag und bei Nacht. Einfach immer, wenn ihm danach zumute war. Mit dem Heranwachsen lernte das Mädchen den Kummer, die Sorge, Trauer und Verzweiflung kennen. Auch wie schwer Verantwortung auf den Schultern lasten kann. Und doch tanzte es. Vielleicht nicht so oft wie in Kindertagen, aber immer und immer wieder. Es kam der Tag der Sinnfrage. An diesem Tag wurden alle jungen Erwachsenen des Dorfes von den Ältesten geprüft und danach entschieden, wie sie der Gemeinschaft am sinnvollsten nutzen können. Dazu war es wichtig, eine möglichst sinnvolle Tätigkeit einzubringen. So wurde auch Inera von den Ältesten befragt. Was kannst du für unsere Gemeinschaft tun? Die Antwort fiel Inera nicht schwer. Sie antwortete aus tiefstem Herzen: Tanzen! Die Ältesten lachten über den vermuteten Scherz und fragten erneut. Über die beharrliche Antwort der Frau ernst geworden, fragte der Allerälteste des Dorfes: Was für einen Sinn hat Tanzen für uns schon? Aufgeregt suchte die junge Frau Worte, um auszudrücken, wie wichtig Tanzen für sie sei, doch der Ältestenrat unterbrach sie jäh. Du tanzt zu deinem Vergnügen. Der Gemeinschaft tust du damit nichts Gutes. Du bist selbstsüchtig. Pack deine Sachen und zieh in die Welt. Wenn dir einfällt, wie du deinen Beitrag zu unserer Gemeinschaft leisten kannst, kehre zurück und berichte davon. Bis dahin bist du hier nicht erwünscht. Sehr traurig und verängstigt packte die junge Frau ihre Sachen, verabschiedete sich schweren Herzens von ihren Freunden, Geschwistern, von den Eltern, den Nachbarn und zog hinaus in die Welt. 6 Tage wanderte sie nach Osten durch tiefe Wälder und schlief des Nachts zwischen Laub und Moos. Am Mittag des 7. Tages kam sie an ein Dorf, das war von einem großen Holzzaun umgeben. Schilder mit Totenköpfen mahnten zur Umkehr. Doch die Wanderin klopfte mutig an das Tor. Ein Mann in Lumpen öffnete einen Spalt breit und fragte: Wer bist du? Was hast du für eine Krankheit? Ich bin Inera aus Namal und ich bin nicht krank. Bietet ihr mir eure Gastfreundschaft an? Hierher verbannen alle Dörfer ihre Kranken. Wir sind hier, um zu sterben. Hast du keine Angst, hereinzukommen? Inera schauderte. Sie hatte immer gedacht, die Erzählungen über das Dorf der Kranken wären Ammenmärchen, um kleine Kinder zu erschrecken. Ich habe keine Angst, sagte sie und trat entschlossen durch das Tor. Die Menschen im Inneren besahen sie scheu.
führten sie aber in ein Haus, brachten Milch und Brot, Gemüse und Obst und fragten die Besucherin, während sie aß, neugierig aus über das Leben draußen vor dem Tor. Sie nahmen die junge Frau freundlich an und boten ihr an, zu bleiben, solange sie wollte. Ja, es ging den Menschen dort spürbar schlecht. Einige verrichteten die anfallenden Arbeiten und pflegten diejenigen, die gar nicht mehr aufstehen konnten. Doch es fiel auch ihnen sichtlich schwer und sie mussten zwischendurch immer wieder ausruhen. Inera packte kräftig mit an, um sich für die Gastfreundschaft zu bedanken. Schon in den wenigen Stunden bis zur Nacht spürte sie deutlich die Schwermut und die Hoffnungslosigkeit der Dorfbewohner. Hier wurde nicht gelebt. Hier wartete man auf den Tod. Während sie ebenso schwermütig in die Nacht hinausblickte, zeigte sich der volle silberne Mond zwischen den dunklen Wolken und auch die Sterne funkelten auf das Dorf herab. Dieser Anblick leuchtete Inera bis ins Herz und sie trat aus der kleinen Hütte auf den Dorfplatz und begann leise eine Melodie zu summen und dazu zu tanzen. Sie drehte sich mit dem Mond, mit den Sternen, mit dem Nachthimmel und während sie sich so wiegte und umherwirbelte, strömte die Lebensfreude in ihr über und schwemmte die Schwermut aus ihrer Seele. Erst als sie außer Atem war, brach sie glücklich lächelnd ihren Tanz ab und legte sich in der Hütte zur Ruhe. Am Morgen teilte sie zuerst mit den Dorfbewohnern das Essen an die Bettlägerigen aus, um dann mit den anderen gemeinsam zu frühstücken. Die trübsinnige Lethargie des Vortages legte sich abermals über die Gemeinschaft. Nur eine alte Frau sah immer wieder neugierig und seltsam wach zu Inera herüber. Als diese nach der Mahlzeit das Geschirr am Brunnen wusch, kam die Alte zu ihr und sprach: »Ich habe dich beobachtet heute Nacht. So etwas Wunderbares sah ich seit Kindertagen nicht mehr. Bitte tanz noch einmal für uns alle.« Darum musste sie die junge Frau nicht lange bitten. Sie räumte das Geschirr beiseite und stellte sich inmitten auf den großen Dorfplatz. Die Alte trommelte die Dorfbewohner zusammen und gemeinsam schleppten sie auch Stühle für die Schwachen heran, damit möglichst alle zuschauen konnten. Inera summte eine Melodie und begann zu tanzen. Schon nach kurzer Zeit klatschten ihre Zuschauer den Takt mit oder stampften mit den Füßen dazu, so dass die junge Tänzerin sich ganz von dem Rhythmus tragen ließ und tanzte, bis sie sich außer Atem in den Staub fallen ließ. Müde und glücklich. Man reichte ihr Wasser und half ihr zu einer Bank. Als die junge Frau sich umsah, war nur noch wenig von der Schwermut des Morgenmahles zu erkennen. Eine Frau, die immer wieder von einem heftigen Husten geschüttelt wurde, sagte: »Danke, dir zuzusehen lässt uns Anteil haben an deiner Lebensfreude. Du erinnerst uns daran, wie Glück und Kraft sich anfühlt. Ach, wenn wir doch auch noch so tanzen könnten.« Inera überlegte nur ganz kurz. »Kommt, lasst uns alle zusammen tanzen. Ich zeige euch wie.« Alle, die sich auf den Beinen halten konnten, fassten sich an den Händen und bildeten einen großen Kreis. Sie begannen einen einfachen Tanz, den die junge Frau vorgab. Doch schon bald erinnerten sich die Älteren, wie sie früher bei Festen getanzt hatten, und sie übernahmen im Wechsel die Führung. Bis zum Mittagsmahl tanzten und lachten die Dorfbewohner, während sie sich zusammen im Kreise drehten. Nicht so schnell und wirbelnd wie Inera, aber nicht mit weniger Freude. Nach dem Essen
packte diese ihr Bündel und verabschiedete sich. Der Mann, der ihr tags zuvor die Tür geöffnet hatte, ließ sie nur widerwillig gehen. »Wir können nicht in Worte fassen, was du uns Gutes getan hast, und wissen nicht, wie wir dir danken können.« »Ich kann es fühlen«, sagte Inera. »Bitte tanzt oft und viel. Das ist Dank genug.« Sie lächelte glücklich und ging. Ihr Weg führte die junge Frau 6 Tage und 6 Nächte nach Norden, durch unwirtliches Sumpfland. Nachts kroch ihr die Nässe in die Kleidung und die Moskitos wollten an ihr Blut. Am Mittag des 7. Tages versperrten schwer bewaffnete Männer ihr den Weg aus dem Sumpf. Ohne sie anzuhören, legte man sie in Ketten und führte sie vor den Stadtältesten der mit dicken Mauern gesicherten Stadt. »Wir mögen hier keine Fremden«, fuhr dieser sie an. »Fremd ist gefährlich. Gute Menschen bleiben zu Hause. Streuner wie du sind verstoßen und machen nur Ärger.« Ohne auf ihre Einwände und Bitten zu hören, ließ er sie in den großen Turm werfen. Nur die Ketten nahm man ihr ab. Die Tür zur Freiheit war fest verschlossen und gut bewacht. Am Boden lag Stroh, auf einem kleinen Schemel in der Ecke lag ein Kantenbrot und ein Krug mit Wasser stand daneben. Durch das vergitterte Fenster beobachtete die Gefangene das Treiben auf dem Marktplatz vor dem Turm. Die Bewohner der Stadt wirkten ängstlich und verbittert. In ihren Blicken lag Misstrauen. Sie huschten einzeln über den Platz, schnell ihre Geschäfte tätigend und sich immer wieder umschauend. Es gab sehr viele kleine, dicht an dicht gebaute Häuser, in denen scheinbar immer nur 1 bis 2 Menschen lebten. Ganz anders als in Ineras Heimat, wo sich große Familien ein Haus teilten. Sie setzte sich ins Stroh und dachte an zu Hause. An ihre Eltern, die fröhlich zusammen eine Mahlzeit zubereiteten, die Brüder und Schwestern, die lebhaft durchs Haus tobten und sich neckten. Sie dachte an den Frohsinn und die Gemeinschaft. Hier, einsam und eingesperrt in diesem Turm, machten diese Gedanken sie sehr traurig. Wie immer, wenn Inera traurig war, erhob sie sich, richtete sich auf, summte leise eine Melodie und begann zu tanzen. Denn wer traurig ist, wer tanzt, kann nicht traurig bleiben. Mit dem Aufrichten des Körpers richtet sich auch die innere Stärke, die Seele gerade auf und stellt sich den Herausforderungen. Die Wachen draußen vor der Tür lugten abwechselnd durch das kleine Fenster in der massiven Holztür und es gefiel ihnen gut, als sie die junge Frau tanzen sahen. Einer nach dem anderen begann zu lächeln. Schließlich entbrannte ein Streit, wer länger in den Turm sehen durfte. Die Oberwache kam, vom Streit aufmerksam geworden, öffnete die Tür und wollte gerade aufhören brüllen. Aber der Anblick der im Tanz versunkenen, über das Stroh schwebenden Frau bezauberte ihn ebenso und er ließ sie vor den Stadtvorstand bringen. Insgeheim erhoffte er sich eine Beförderung, wenn er so etwas Überraschendes präsentierte. »So hört, großer Stadtvorsteher, diese junge Frau brachte die Wachen zum Lächeln. Und auch ich muss gestehen, war, naja, amüsiert. Das hatten wir seit Jahrzehnten nicht in der Stadt.« Skeptisch musterte das Stadtoberhaupt seine Gefangene. »So, so, zum Lächeln. Amüsiert. Dann zeig doch mal, was du da im Turm getan hast.« »Gerne, werter Herr«, knickste Inera ehrfürchtig, »aber ich bitte, auf dem Dorfplatz tanzen zu dürfen. Hier drin ist einfach zu wenig Platz,
Es ist so eng wie im Turm. Insgeheim hoffte Inera auf eine Gelegenheit zur Flucht. Flankiert von zwei Wachen wurde sie auf den Dorfplatz geführt, dicht gefolgt vom Stadtältesten und seinen Räten. Dieser Aufzug lockte auch die Stadtbewohner an die Fenster. Heraus aus den Häusern trauten sie sich noch nicht. Die Marktleute schauten neugierig. Inera schloss die Augen, summte ein Lied und begann mit leichten Schritten über das Pflaster zu tanzen. Um die Wachen und Anführer herum, um den Brunnen und vom Tanz mit Lebensfreude erfüllt, schneller und schneller wirbelnd über den ganzen Marktplatz. Sie sah, wie Angst und Misstrauen aus den Gesichtern der Zuschauer wich und Platz schuf für Zuversicht und Freude. Menschen kamen aus ihren Häusern, neugierig näher, staunten und lächelten, nickten einander zu und freuten sich gemeinsam. Schließlich nahm die junge Tänzerin einfach eine nach dem anderen an der Hand und zog sie mit sich, bis alle zusammen im großen Kreis um den Brunnen tanzten und sogar ein altes Volkslied dazu anstimmten. Der Stadtälteste sang laut und falsch und verpasste das Ende des Liedes. Die Dorfbewohner lachten, nicht über ihn, sondern mit ihm. Es war eine ganz andere Stimmung als am Tag der Ankunft. Inera fühlte, wie viel sie hier in den Menschen bewegt hatte und dass es ein guter Zeitpunkt war, ihrer Wege zu gehen. Sie schlich in der allgemeinen Freude davon. 6 Tage und 6 Nächte führte ihr Weg sie nun durch karges Bergland in Richtung Westen. Sie fand auf dem harten Fels keinen Schlaf, und so war sie am Mittag des 7. Tages gerade völlig erschöpft unter einem Baum auf einer sich vor ihr auftuenden grünen Ebene erschöpft eingeschlafen, als sie eine herannahende Reitergruppe aus dem Schlaf riss. »Wir suchen die Königin. Hast du sie gesehen?« »Nein«, sagte die junge Frau ehrlich und verwirrt. »Ich habe niemanden gesehen. Ich bin gerade erst hier angekommen und wollte einen Moment rasten.« Die Reiter galoppierten weiter. »Danke, dass du mich nicht verraten hast«, ertönte eine Stimme aus dem Geäst des Baumes. Und eine Frau, nicht viel älter als Inera, kletterte zu ihr herunter. »Du bist die Königin?« fragte Inera verlegen und zupfte an ihrem schmutzigen Kleid. »Ja«, antwortete die Gestalt aus dem Baum bekümmert. »Leider.« »Was ist denn schlecht daran, die Königin zu sein?« fragte Inera verwundert. »Der König«, lautete die trotzige Antwort. »Ich gehe nicht mehr zurück zum Schloss.« »Ist er denn so schlimm?« fragte die junge Wanderin einfühlsam. »Er ist mir immer noch so fremd wie bei unserer Hochzeit. Was ich denke und fühle, interessiert ihn nicht. Immer nur Regieren und Geschäfte. Wir haben nichts gemeinsam. Und wenn wir mal miteinander reden, sind wir nie einer Meinung. Jeden Tag streiten wir nur oder gehen uns aus dem Weg. Ich gehe nie mehr zurück.« Die verschränkten Arme der Königin unterstrichen den Beschluss. »Königin zu sein ist wohl wirklich nicht leicht«, gab Inera ihr seufzend recht. Sie war froh, dass ihr Vater sie noch nicht verheiratet hatte, sondern diese Entscheidung seinen Kindern selbst überließ. Trotzdem war sie aus dem Dorf vertrieben, allein und heimatlos. Sie seufzte nochmals tief. Dann sah sie sich aufmerksam um. Die Sonne schien warm, die Wiese leuchtete grün und auf dem Grashalm vor ihr balancierten 2 Marienkäfer. Im Baum zwitscherten Vögel
und in der Nähe erkannte sie einen leuchtend blauen Bach, der über Steine sprang. Bei all den Sorgen,